Hallihallo meine Lieben und gleich weiter geht's im ETS2. Ich grüße euch, wir haben einen schnellen Auftrag am Chatard. Wir kriegen jetzt mal ganz kurz einen Blick auf die Karte riskiert. Von Stuttgart nach Zürich sollen wir fahren. Oder Traktoren. Von Frankfurt wieder nach Nürnberg, Langsess. Beiwar könnte man was fahren. Es nimmt sich alles nicht viel, ne? Hier hätten wir halt auf die Strecke am meisten noch rausgeholt, von Stuttgart nach Zürich. Aber es ist auch eine sehr schwere Fahrt. Ne? 21 Tonnen ist kein Spaß. Was ist ein MAN, TGX, XXL? Nürnberg nach Erfurt. Aber so richtig High-End-Aufträge gibt es hier auch für uns noch nicht. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen den, der für die Strecke am besten geeignet ist. Ich will ja vorankommen. Wir nehmen den Auftrag. Jetzt gucke ich mal gerade. Schaut schon fies aus, das Gerät, ha? Warte mal kurz. Muss mal ein Foto schnell machen. Weil das ist schon schön. Und dann blenden wir uns aber das Navi kurz wieder ein. Gang rein. Fernlicht raus. Und dann lassen wir es mal losdümpeln. Jetzt habe ich das Navi aber irgendwie verstellt, kann das sein? Ah, ist schon echt ein schweres Gerät, was wir hier fahren. Ja, ich habe den Ton ein bisschen angehoben. Das wollte ich ja machen unbedingt. Ich hoffe, das passt hier, was ich hier zusammenfahre. Schaut gut aus. Okay, dann auf geht's, meine Lieben. Die Reise geht los, 193 Kilometer. Ja, ich habe ja vorgeschlagen, meine Freunde, dass wir das vielleicht auch mal im Livestream spielen. Mal so ein bisschen ETS 2 zusammen. Also quasi so eine Art kombiniertes ETS. Da haben sich auch wahnsinnig viele haben da gesagt, hey, geile Idee. Könnten wir eigentlich mal machen. Und da muss ich sagen, finde ich schön, dass ihr da auch der gleichen Meinung seid wie ich. Und dass ihr das auch so cool findet. Ich fand die Idee an sich fand ich schön. Ein bisschen langsamer fahren. Ich fahre schon wieder viel zu schnell. Und ich könnte mir das tatsächlich auch gut vorstellen, dass wir mal so eine kleine gemeinsame Runde fahren. Fände ich zumindest als Idee schön. Ja. So. Jetzt versuchen wir es mal. Also, ich blinke jetzt einfach mal. Probieren wir es mal aus. So. Mehr blinken brauchen wir nicht. Das war heute gut. So. Okay. Wir sollen wahrscheinlich gerade drauf bleiben. So. Ich komme mit dem Speed noch nicht so wirklich hin. Nee. Falsch. Anders. Wir müssen abfahren. Aber ich glaube noch nicht hier. Ich glaube, wenn wir auf der bleiben, fahren wir direkt ab. Das wollte ich nicht. Dann pass auf. Dann... Da, das funktioniert nicht. Police, oh, oh, oh. Wir machen Folgendes. Wir fahren jetzt hier erstmal drauf. Wir müssen dann wahrscheinlich... genau, da müssen wir runter. Da, wo die Police hinfährt. Ach nee. Sorry. Nach Bern, Zürich. Okay. Immer noch viel zu schnell. Ich bremse gerade ganz heftig runter. Ah, die haben auf uns gewartet, die Schweinbären, ne? Ist genau gesehen. So, hier kommen wir. Okay. Lasse die Spiele beginnen. Ist gar nicht mal so schlecht jetzt mittlerweile. Also jetzt mit dem komme ich, mit dem Scania komme ich hier relativ schön zurecht eigentlich. Also es wäre halt auch so eine Möglichkeit mal
gibt ja ganz schön viel. Mit dem Scania wäre es zum Beispiel so eine Möglichkeit, mal zu sagen, okay, wir könnten auch mal gucken, vielleicht finden wir jetzt während unseren Aufträgen auch mehr LKW-Händler. Vielleicht muss es nicht ein Mercedes sein, vielleicht kriegen wir auch was Günstigeres. Ja? Wäre eine Möglichkeit, dass wir sagen können, okay, vielleicht gibt es auch was Schönes, Günstiges im Angebot. Nein, Quatsch, falsche Taste. Gucken wir mal, 80 hält er, wunderschön. Wie gesagt, wenn wir ein Tempomat fahren, kann ich mich ein bisschen mehr auf die Straße konzentrieren. Und dann fällt mir das leichter. Das ist aber echt so ein Anfängerding, finde ich. Ja, also mir ist es mit dem Auto damals auch wahnsinnig schwer gefallen, konkret rauszufinden, wo ich in der Mittellinie bin. Ja, gerade in der Fahrschule war das für mich ganz, ganz besonders herausfordernd. Danach dann komischerweise, wenn du dich einmal an so ein Auto gewöhnt hast, ist es eigentlich ziemlich entspannt, fand ich jetzt persönlich. Ich habe jetzt auch schon ein paar Kilometers drauf, ja. Und dann fand ich das auch ziemlich entspannt, wenn du einmal weißt, so ein bisschen Feeling für das Ganze bekommst, dann kann man das schon mal machen, ja. Wir fahren momentan die A81, so wie ich das sehe, Richtung Süden, aktuell Richtung Schweiz. Schon nett hier. Der Sprittank reicht nicht, um jetzt noch mit dem LKW über sämtliche europäische Grenzen abzuhauen. Da kommen wir nicht voran. Aber wie gesagt, uns geht es ja hauptsächlich darum, hier mal ein paar Moneten zu verdienen, ein bisschen Geld reinzuholen und dann mit der Kohle dann uns irgendwann unsere Firma aufzubauen. Denn wir sind ja eigentlich, da haben wir ja eine Firma gegründet und wollen ja mit unserer Firma selber mit dem LKW ja, groß rauskommen und nicht für andere LKW fahren. Wir sind ja wie soll ich sagen, Geschäftsmann, wenn man so möchte, ne? Und ich finde die Idee auch eigentlich irgendwie schön, wenn du sagst, ah, du fährst jetzt ein bisschen LKW, verdienst dir ja ein bisschen dein Brot und gründest dann deine eigene Speditionsfirma und fährst dann für dich selber, ne? Du bist der Chef. Natürlich damit auch ganz anders motiviert, muss man ganz klar so sagen, ne? Wenn du deine eigenen Rechnungen bezahlst, dann lieferst du halt auch pünktlich oder versuchst es zumindest. Größtenteils. Auf der anderen Seite heißt das nicht, dass natürlich jetzt ein, mal ganz kurz gucken, wo war's? So. Heißt natürlich jetzt nicht, dass jetzt ein Angestellter das nicht so tut, aber als Selbstständiger, als Chef, boah, jetzt regnet es aber ganz schön arg, du. Als Chef muss man sagen, bist du ja doch irgendwo, ja, wie soll ich sagen? Bist du irgendwo selbst in der Bütt und musst natürlich auch gucken, dass du halt, überlebst als Firma. Ne? Nicht, dass du wieder für andere fahren musst. Das ist ja, soll ja nicht das Ziel sein. So, wir fahren die letzten, wir sind schon unter 100 Kilometer, also kommen hier relativ schnell voran. Ich stelle mal den Scheibenwischer auf höhere Laufleistung und park mal hier ganz kurz. Warte, da will ich hin. So, wollte mal ganz kurz hier ein Bildchen machen, aber ohne Navi bitte. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich so nicht. Boah, hier schüttet es ja wie aus Eimern, was ist denn hier? So, unsere Kumpels fahren alle an uns vorbei, haben sie auch recht, würde ich auch nicht anders machen. So. Dann auf geht's, meine Lieben. Warnblinker raus. Blinker rüber. Tempomat rein. Okay. Keep on rolling. Die kommen hier angeschossen. Ja gut, ich fahre jetzt aber tatsächlich echt langsam. Muss man dazu sagen, leider. So, okay.
Ja, mit dem Hingucken und Fahren ist immer so eine Sache, ne? So, jetzt habe ich den Tempomat, glaube ich, wieder im Griff. Und da vorne ist die... hier ist die deutsch-schweizerische Grenze. So, und jetzt sind wir auf der Schweizer Autobahn 4. Und sind wir gerade gelandet. Unser Navi sagt uns zum Glück, wie schnell wir fahren dürfen bei den Altgenossen. Das ist gar kein Problem. Navi weiß das. Ist alles eingespeichert in dem schlauen Teil. Aber nach der Grenze kommt hier relativ schnell ja auch unsere Abfahrt. Habe ich ja schon gesehen gehabt. Ziemlich schlanke Nummer. Und dann werden wir hier demnächst runterdüsen müssen. Das heißt, ich nehme mal ganz kurz den Tempomaten wieder raus. Hier müssen wir auf jeden Fall bremsen. Wir sind super schnell. Boah. Ja, genau. Das habe ich jetzt so ein bisschen befürchtet. Ja, und jetzt? Oh, jetzt haben wir uns jetzt echt voll festgesetzt. Okay, da kommen wir nicht rum. Ist mir schon klar, Kumpels. Ich will einfach nur geradeaus nach hinten, da bin ich jetzt viel zu schnell gefahren. Aber ich glaube, ich komme auch gar nicht. Warte mal kurz. Lassen wir ein bisschen rollen. Ich komme hier nicht weg. Ja, so. Let's have a look. So. So, hier müssen wir vorbei. Jetzt knacken wir auch das Ding. Yes. Okay, eine schwierige Situation am Tag, die darf auch gerne mal sein. Auch wenn das hier super eng alles ist. Und dann auch noch im Dunkeln, mit einem so guten Fahranfänger wie mir, ist das schwierig, sehe ich ein. Und hier eine riesen Turbine hinten drauf, weil, verstehst du, ich bin vom Glück verlassen. Nein, Quatsch. Das ist ja alles schön und gut, ne? Also ich meine, ich bin ja da auch, ich mag ja das auch mal in schwierige Situationen fahren zu müssen. Einfach um, das auch mal zu üben. Ich bin jetzt viel zu schnell da reingedonnert. Ich hatte nicht gedacht, dass diese Ausfahrt jetzt so dermaßen bald kommt. Aber gut, hätte ich mit rechnen müssen, hätte ich stärker bremsen müssen. Habe ich nicht gemacht. Fehler gewesen. Auch hier wieder. Jetzt gehe ich viel, viel langsamer in die Situation rein. Und versuche es halt echt mal langsam. Das Ding, was wir hinten dran haben, ist halt einfach groß, schwer und ekelhaft. So. Regnen tut es auch nicht mehr. So. Geradeaus. Die letzten Meter, meine Lieben. Noch circa 13 Minuten. Für uns natürlich nicht, weil das ist ja Spielzeit. Und ihr seht schon, jetzt kommen wir auch langsam hin. 11 Minuten. Unser kleiner Boxenstopp hat uns ein bisschen Zeit gekostet.
So. Hier ist weiter 80. Aber sehr, sehr kurvig. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, unsere Fracht ist groß, lang und sehr, sehr schwer. Erster Aufenthalt in Zürich. Hier waren wir noch nie. Durchaus verständlich. Und jetzt müssen wir runter. So. Hier waren wir tatsächlich noch nie. Was echt kein Wunder ist, weil wir echt überall noch nie waren. Aber auch diese Erfahrung werden wir langsam aber sicher uns zusammensammeln werden müssen. Zwangsläufig. Schaut hier aber auch echt cool aus von den ganzen Stadtgebäuden, die hier sind. Also ich finde das schon schön und dafür bin ich auch viel zu schnell und muss das viel mehr genießen. So. Uah. Jo, hat geklappt, ne? Ich sehe hier noch ein bisschen die rote Ampel. Wenn die grün wird, dann können wir weiterfahren. Wir blockieren, glaube ich, jetzt gerade. Mal ganz kurz Blick. Alles. Wir blockieren hier alles. Darf auch mal sein, ha? Huh? Okay, rote Ampel sehen wir. Leicht. Und jetzt geht's los. Kommen wir rum? Ja, kommen wir. Ganz knapp, aber auch nur. Jetzt hoffentlich kommt hier niemand. Hier haben wir Vorfahrt, da müssen wir eh nach rechts. Ja, ganz bestimmt. Aber wenn die Fracht heile geblieben ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Wir haben ja wirklich, wir sind an allem lang geschrammt, was wir gefunden haben. Ja, das ist das Lenkrad. Das Lenkrad macht das noch nicht so, wie ich möchte. Ich bleibe noch zu oft an Dingen hängen, die ich eigentlich schaffen sollte. Jetzt werden natürlich alle sagen, ja, das ist das Lenkrad, klar. So, pass auf. Fahre zum Verladebereich, okay. So. So weit wie möglich rüber, weil dann kann man das optimal hin. Wenn alles klappt, was ich mir wünsche. Gucken wir mal schnell. Andersrum. Oh ne, klappt nicht. Schade. Und andersrum, komplett umschlagen. Kurzer Blick nach vorne riskieren. Okay. Okay. Das klappt so jetzt auch noch nicht ganz, aber so haben wir auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit. Okay, nochmal auf ein neues. Ganz kurz, so rum.
komme ich nicht hin. Da komme ich so nicht hin. Das ist Umdenken gerade. Okay. Aber so müsste es gehen. Und? Aber ganz knapp. Okay, Level 2 Erfahrungsbonus gibt es sogar auch ein bisschen. Oh, wir arbeiten dran. Dafür, dass wir das eigentlich überhaupt keinen Plan hatten, lief es ganz gut. Ja? Aber wir arbeiten dran. Und ich bin auf eure Kommentare gespannt, denn erst danach wird es wieder weitergehen. Ja? Erstmal Kommentare checken. Und dann möchte ich sehen, was da noch mehr geht. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.